Hallo, ich bin Justin und dieses Video zeigen euch heute, wie ihr die Langzeitperformance eures Notebooks verbessert. Das Video ist an absolute Anfänger gerichtet, weil viele nicht darüber nachdenken, dass auch ein Notebook gewartet werden muss, wie zum Beispiel ein Auto oder ein Fahrrad. Nach Monate oder jahrelanger Nutzung des Notebooks kann sich Staub im Inneren festsetzen. Das reduziert die Kühlleistung des Notebooks. Auch die Wärmeleitpaste, die zwischen den Chips und den Kühlern sitzt, kann nach jahrelanger Nutzung eintrocknen. Wir zeigen euch in dem Video Schritt für Schritt, wie ihr euren Lüfter reinigt und die Wärmeleitpaste tauscht. Alles, was ihr dafür braucht, ist einmal eine Wärmeleitpaste, das passende Werkzeugset und eine Druckluftdose oder ein Staubsauger. Also als erstes stecken wir erstmal den Akku ab. Dazu drücken wir es einmal nach außen. Legen den Akku mal zur Seite, fangen an, die Schrauben auseinander aufzudrehen. Die Schrauben können jetzt tatsächlich nicht aus dem Gehäusedeckel raus, weil die auf der anderen Seite gesichert sind. Wir versuchen jetzt mal mit der Metallspitze hier drunter zu kommen. So, relativ einfach tatsächlich. Dann einfach die Clips öffnen, also wenn es mal irgendwo nicht funktioniert, einfach ein bisschen ausprobieren. So schwierig tatsächlich jetzt nicht. Also klar, wenn ihr jetzt nicht weiterkommt, könnt ihr es mal wieder weiter hinten probieren. Das so wie jetzt zum Beispiel hier mal hier vorne. Dann hat man es hier auch schon mal wieder knacksen. So. Das heißt, wir können das Ganze mal umdrehen. So. Und so schnell hätten wir theoretisch auch schon die Bodenplatte ab. Das heißt, die legen wir jetzt auch mal noch zur Seite. Und jetzt tun wir einmal einen Lüfter ausbauen. Dafür einmal die Schraube hier. Gerade aufdrehen. Die bleibt drin. Machen wir hier gerade noch kurz das Kabel zur Seite. Nehmen wir kurz das andere. Das geht ganz einfach nach unten raus. Das andere wieder nach oben. So schnell. Das ist tatsächlich jetzt auch schon das hier ausgebaut. Das hier klappt mir gerade nach oben. Das heißt, das Kabel kann raus. Hier müsst ihr ein bisschen hinher. Das heißt, wir kommen jetzt schon zum Sockel. Also wir bauen das hier jetzt hier aus, dass wir mal die Wärmeleitpaste tauschen. Die Geräte tatsächlich sind jetzt aber auch unterschiedlich. Es kann auch sein, dass bei einem Dell Notebook jetzt ganz anders aussieht. Dafür haben wir unsere Notebook von Innenreihe. Da wird das auch nochmal jeweils erklärt. Und so schnell hätten wir den theoretisch dann auch schon draußen. Also in dem Anwendungsfall haben wir einen Kompressor. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einer Druckluftdose machen. Wir haben jetzt aber hier zum Beispiel, oder wir haben jetzt hier keinen verstaubten Lüfter, aber ihr werdet die Resultate sehen, wenn ihr es selber durchführt. Das Ganze ist so, dass wir hier einmal reinpusten von oben. Ganz wichtig aber, dass wir den Lüfter festhalten. Das kann mal kurz laut werden. Und dann gerade noch bei den Lüfterlamellen hier unten. Dann auch den Lüfter am besten festhalten. So. Und somit seid ihr auch schon fertig. Wir benutzen jetzt ein bisschen Alkohol, medizinischen Alkohol, um die Wärmeleitpaste zu entfernen von dem Prozessor. Das heißt, wir haben hier mal ein bisschen Alkohol drauf getupft, gehen gerade hier ein bisschen leicht drüber, nicht zu stark. Schauen wir gerade mal, dass wir die nur rausbekommen. Sieht ja schon relativ gut aus hier. Können wir gerade noch kurz einmal die Seite wechseln. So,
So. Dasselbe machen wir jetzt auch nochmal mit dem Kühler. Hier muss natürlich auch die Wärmeleitpaste runter. Dann auch wieder ganz einfach ein bisschen drüber. Nicht zu arg drücken, das geht ja schon von selber runter. Seht ihr schon einen kleinen Unterschied dazu. Also relativ einfach, was da eigentlich die Wärmeleitpaste angeht. Hier ist jetzt schon wieder relativ viel drin, das heißt, ich benutze wieder ein bisschen neuen Alkohol. So, das heißt, den Rest können wir jetzt auch mal noch entfernen. Einfach nicht zu stark drücken, mit ein bisschen Geduld ist dann der Rest auch schon weg. Ich benutze meistens bei so einem Tuch meistens zwei Ecken dafür. Dann habe ich immer noch die zwei anderen Ecken zum kurz drüber wischen, zum sauber machen, dass es auch wieder trocken ist. Genauso wie auch beim Notebook. Und dann wird theoretisch auch schon die neue Wärmeleitpaste ins Spiel kommen. Wir haben jetzt hier eine MX4. Da machen wir was ganz Kleines drauf. Also wirklich klein, klein, das wird ja alles wieder drauf gedrückt. Und hier tatsächlich gerade noch ein bisschen weniger. So viel sollte eigentlich auch schon reichen. Das heißt, wir machen das Ganze gerade wieder andersrum. Wir tun den Lüfter wieder drauf. Schauen, dass wir den hier gleichmäßig drauf machen. So, und jetzt schrauben wir nicht gleich alle vier auf einmal fest. Schrauben erstmal den einen hier fest, also sozusagen über Kreuz. Dann den hier ein bisschen fest. Den hier wieder. Es ist einfach nur dafür da, dass das halt alles sich gleichmäßig verteilt und nicht auf einer Seite rausläuft. Das heißt, hier jetzt schon ein bisschen fester. Hier auch. Jetzt fangen wir wieder bei der dritten Schraube an. So, dann haben wir das erstmal fest. Das heißt, wir können jetzt noch den Lüfter hier festschrauben. Das ist auch einfach nur durch die Schraube. Somit können wir das Kabel auch wieder in die Führung bringen. Das heißt, einmal gerade wieder hier oben durch, was relativ leicht geht. Dann einmal hier unten durch, also gerade durch die Aufhängung hier unten. Das Kabel wieder hier oben durch. Dann ist ja hier ein bisschen Kleber drauf. So, das passt alles. Das heißt, der Stecker hier gerade wieder hier rein. Die Klappe ist scheinbar noch offen. Das heißt, wir legen das Kabel wieder hier drüber. Über den Lüfter, als alles so wie vorher, gerade nur andersrum. Wir machen das Kabel wieder rein, drücken es zu, somit ist alles wieder verbunden. Kommen jetzt noch einmal zum Zusammenbauen. Ganz einfach dann die Bodenplatte hier wieder drauf. Leicht Druck ausüben auf die Platte. Einmal ganz drauf hier, sodass nirgendwo mehr richtig knarzt, wenn es mal nicht funktioniert. Ein bisschen die Bodenplatte verschieben. Auf jeden Fall nicht zu stark drücken. Ganz einfach. Die Schrauben wieder ganz normal zudrehen oder halt auch wie bei eurem Notebook dann die Schraube hier wieder rein. Und wenn ihr einen externen Akku habt, den ganz normal wieder einsetzen. Und zusammengebaut ist das Notebook wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal.